Aha, und wie denn? Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Ja, toll. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Ich bin nicht bedrohlich. Ich bin überhaupt nicht bedrohlich. Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so. Ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Cool. Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes. Und die haben dich eingesperrt. Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht. Euch, Entschuldigung. Ich musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine... Sind es nicht irgendwie Götter? Die können einfach hier runterkommen, so dich anstupsen und sie haben alles, was sie wollen. Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Ah, ja. Seid vorsichtig und passt auf meine Tochter auf. Gib mir Mühe. Sch, deine Mutter ist merkwürdig. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Erleichtert, glaube ich. Diese ganzen Dinge haben eine Weile in mir rumort. Ihr habt keine Ahnung, wie lange ich ihr das schon sagen wollte. Schaut mal, ich habe meinen Vater geliebt. Aber als er die Prophezeiung entdeckt hat, wurde sie zu seinem Lebensinhalt. Alles andere, selbst meine Mutter und ich, wurden überflüssig für ihn. Ich stand meiner Mutter nahe, aber sie hat mir natürlich immer nur ihre Sicht der Dinge erzählt, bis ich sie eines Tages selbst geglaubt habe. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir uns Molag Bal geweiht hatten, kühlten sich die Dinge zwischen ihnen merklich ab. Beide waren trunken voll Macht, aber es zog sie in unterschiedliche Richtungen. Dann fand er die Prophezeiung und das war's dann. Das war ich. Ganz ehrlich, ich habe erst jetzt erkannt, dass meine Mutter nicht besser als er war. Er war ganz von seinen Machtgelüsten besessen. Sie war besessen davon, ihn scheitern zu sehen. Eine ziemlich giftige Atmosphäre. Vielleicht hätte ich es kommen sehen sollen. Es könnte uns allen jetzt besser gehen. Vom Kopf her weiß ich das. Aber ich bedauere noch immer, wie sich die Dinge... Ja, Familienprobleme. Entschuldigt, ich weiß, dass ihr mir helfen wollt. Die gehen immer so tief. Wie auch immer, wir sollten weitergehen. Gab's eigentlich nicht mal... Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube Gut. nicht, dass ich das hier alleine tun könnte. Meine Fresse. Was der da, das da? Aber ich drehe mich hier gar nicht, wenn ich mich hier drehe. Ich jetzt? No. Okay, geh einfach dahin.
Los. Bis zur Unendlichkeit. Wo wir technisch gesehen ja schon sind. Weil das hier unendlich wert und der Tod unendlich wert und die hier tot sind. Dann gehen wir eben noch ein Stück weiter. Was das da? Ihr seid nicht wirklich stark. Ihr seid ziemlich schwach. Ich klappe euch tot. Veteraner. Meine Fresse. Diese Frau. Ich bin sicher, sie taucht wieder auf. Was? Das da? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Ist das, was ich brauche? Komme ich hier durch? Komme ich hier nach hinten? Bester Kampf. Also ich bin tot. Was? 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 Nee. Ja, ficken. So, da sind wir wieder bei Minecraft. Nee, warte. Falsches Let's Play, falsche Person. Torwächter. War jetzt ja nicht so schwer. Ach, der Torwächter war da hinter mir, der mich getötet hat, ne? Muss wieder öfter schnell speichern, muss mich wieder an das gewöhnen. Ich will da hin. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Ist gut. Also, über die Steppen, über das Land. Heidiho. Wir haben das Schicksal der Welt in der Hand. Ein paar Skelette töten wir auf dem Weg. So lange. Bis nichts mehr geht. Der Rennen war schlecht. Wie spiele ich das? Ich glaube, ich wäre interessant gewesen, Teil meines Dings in Seelenstein zu tun. Weil ich das letztes Mal nicht gemacht habe. Naja. Was ist das da? Cool. Greift sie mich an? Nee.
Unsere Anna ist wieder weg. Schnell, machen wir das schnell. Aber ich brauche natürlich 10 Jahre länger, um irgendwo hinzugehen als du. Offenbar, weil ich diesen Playthrough entdeckt habe, kann man einfach so. Ah, da ist sie. Ja, besonders, man kann einfach schnell warten klicken. Gut, ich kann auch nicht warten, wenn Feinde näher sind, aber sonst, ich kann einfach schnell warten klicken. Und dann ist sie wieder da. Oder dann ist die Person, die zur Quest läuft und 3 Jahre braucht, bei der Quest. So einfach ist das. Joanna? Was ist nicht gerade am Kommen? Joanna? 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 Was ist Joanna? Ich höre sie doch. Ich bin jetzt hier mal rundherum. Joanna? Ich finde sie nicht. Ah, Begleiter. Ach nein, nur Probleme. Meine Fresse. Das ist offenbar noch nicht mal der richtige Dungeon. Wo ist sie? Nee? Ich hab doch gerade gesagt, warten, dann ist sie hier. Okay, offenbar nicht. Habe ich gelogen. Was? Was wollt ihr? Nix. Mal wieder weg. Das ist immer. Jeder andere Begleiter schafft es ja auch irgendwie, mir direkt auf den Arsch zu kleben. Aber Serana, nee. Die schafft das nicht. Hallo, Zorn, Mann. Sie ist zornig. Sie ist ein bisschen tot, wohl eher. Doppelt tot. Doppelt gemoppelt hält besser. Heißt's doch. Ah, oh, oh. Hast mich gerade ein bisschen erschreckt. Rennst besser weg, stehst besser da, macht's gar nichts. Ist verbuggt oder was? Guck, ich bin versteckt.
Und weg ist er. Kann ich eigentlich durchsuchen? Nee. Okay, auf zum nächsten. Tirana! Könntest du mir auch ein bisschen helfen? Nee, ich helf dir nicht. Kein Bock, deine dummen Bücher zu finden. Du bist tot. Tot! Und ich hab wieder eine Drachenseele. Meine Witze werden auch immer besser, ne? Aber die Pause hat sich gelohnt. Ich hab so richtig Bock auf dieses Spiel. Komm doch! Wenn du dich traust. Ich klopp dich. Ich klopp dich, Mann. Komm hier rüber. Komm hier. Oh, das hättest du nicht tun sollen, mein Junge. Mein Junge. Hier, ne. Oh, okay. Das Dümmste im Spiel. Finisher. Und dann triffst du nicht mal mit dem Finisher. So, wieso ist das im Spiel? Okay, Das Ding schwebt. Sieht cool aus. 10 von 10 Punkten. Bei Lukes Spiele. Meinungen. Was? Okay, das ist unheimlich. Stirb! Phew. Triff ihn auch mal, da geht's ja. Noch mehr? Serana! Hat's auch noch geschafft. Was zur Hölle? Wer ist da? Okay. Da ist niemand. Wen bekämpfst du hier? Sehe ich mal, war doch ein Gegner da, oder? Ihr macht irgendwas. Ihr geht in Kraft. Macht das mal nicht. Hört mal auf. Oh. Entschuldigung. Ich weiß, dass du vorher schwach bist, aber ich habe aus Versehen dich mit Feuer abgeschossen. Und weg ist er. Wenn ich hier runterspringe, bin ich tot, ne? Okay. Und müssen wir wieder zurück zu ihr rennen. Was machen diese Dingern? Was machen diese? Diese Splitter. Ich bin offscreen mal näher gekommen, hatte mir das Leben abgesaugt. Hab nichts damit machen können. Muss ich es abschießen? Nö. Valerkia, dein Name ist nicht toll. Dein Name ist irgendwie Müll. Wer ist dann Hakon? Auch nicht der beste Name. Hey, guck, sie schafft's. So, wir haben die drei Wächter besiegt. Was jetzt?
Ah, jetzt können wir direkt zu ihr. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören. Ich bin ein Punkt. Ihr konntet alle drei. Woher seid ihr gekommen? Haha, sie bekämpft ihre Mutter. Das war in Wahrheit mein ausgeklügelter Plan. Kehren wir um. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören. Ich bin beeindruckt. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Gut, reden wir mit dir. Alle drei Hüter. Hast du schon ein paar Mal gesagt.